Weiße Wolken, dazwischen blaue Abschnitte. Der Himmel über dem Trainingsgelände des FC St. Pauli erstrahlt am Dienstagvormittag in den Farben des Stadtrivalen. Doch welche Farben dominieren die Hansestadt? Das wird sich am Freitag entscheiden. Dann steht das bisher wohl wichtigste Spiel für den Kiezclub an. Dank des 1:0-Sieges am vergangenen Freitag gegen Rostock fehlt dem Kiezclub nur noch ein weiterer Sieg. Der Aufstieg ins deutsche Oberhaus wäre perfekt. Dazu könnte die nächste Aufgabe der Mannschaft von Fabian Hürzler nicht brisanter sein. Am Freitag geht es ausgerechnet gegen den Stadtrivalen, den Hamburger SV. Der FC St. Pauli kann am 32. Spieltag doppelt Geschichte schreiben. Zum einen können die Braun-Weißen Stadtmeister werden, zum anderen können sie den Aufstieg perfekt machen und eine starke Saison krönen. Von Beginn an zeigten die Hamburger in dieser Saison eine starke Leistung, konnten viele Spiele gewinnen oder zumindest einen Punkt holen. Bis zum 21. Spieltag waren die Kiezkicker ungeschlagen. Doch am 10. Februar verloren sie mit 0:1 gegen den 1. FC Magdeburg. Danach wurde der Weg nicht einfacher und die Leistung der Hamburger wurde unbeständiger. Doch nach Niederlagen kamen die Braun-Weißen stark zurück und siegten. In 31 Spielen ging der Kiezclub 18 Mal als Sieger vom Platz. 9-mal gab es ein Unentschieden und nur 4-mal eine Niederlage. Der FC St. Pauli steht 3 Spieltage vor Schluss auf Platz 1. Alles für die Stadt und den Verein. FC St. Pauli in Liga 1. Die Fans haben dieses Plakat am Trainingsplatz des FC St. Pauli aufgehangen. Das Ziel fest im Blick. Am Freitag soll der Aufstieg rechtzeitig klargemacht und Hamburg braun-weiß werden.